Der? Let's plunder. Und da sind wir nämlich wieder. Zurück auf Malay Island und ich trotte so ein bisschen vor mich hin. Ach ja, ich kann laufen. So, hier waren noch zwei Gestalten. Sprich mit bekannten Piraten. Die sind mir nämlich tatsächlich schon bekannt. Ich will jetzt, ich habe auch in dieser kleinen Probeaufnahme habe ich mit denen gesprochen, deswegen wurde ich leider schon gespoilert, wer das eigentlich ist. Aber naja, vielleicht. Ahoi, meine Seefahrenden habe nichts. Oh, tut mir leid. Oh, du hast uns erschreckt. Ja, genau, ich zittere noch. Ihr könnt ja schon mal raten, wer das ist. Aber vielleicht habt ihr die Stimmen wieder erkannt. Obwohl, das ist nicht so wahrscheinlich, weil ich ständig vergesse, welche Stimme ich wem gebe. Und dementsprechend können die wahrscheinlich schon eine komplett andere Stimme haben, als sie mal hatten. Naja, ihr kommt mir schrecklich bekannt vor. Oh, auch wir haben ziemliche Einheitsvisagen, nicht wahr? Oh, sicher. Hier kannst du keinen toten Fisch werfen, ohne jemanden zu treffen, der aussieht wie wir. Haben wir uns nicht im letzten Sommer auf Fat Island getroffen? Wir waren noch nie auf Fat Island. Und vor allem nicht im Sommer. Seid ihr sicher, dass wir uns nicht schon mal begegnet sind? Hör auf damit, Threeboard. Hey, woher kennst du meinen Namen? Wer kennt hier nicht den Namen von Guybrush Threeboard, dem mächtigen Piraten? Ja, stimmt, aber ihr kommt mir trotzdem bekannt vor. Hey, seid ihr nicht die Gründungsmitglieder von Keelhole, der lautesten Speed-Metal-Piraten-Kombo, der... Gibt's die? Wäre ja cool. Wo kaum, wir treffen nicht einen Ton. Keelhole auch nicht. Ja, hier. Nee, ich könnte schwören, dass ich euch kenne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sind wir nicht mal gemeinsam nach Monkey Island gesegelt? Kann ich mir nicht vorstellen. Carla, der böse Mann soll aufhören, er will wieder nach Monkey Island segeln. Carla? Wer? Ihr könnt mich nicht täuschen, du bist Carla, die Schwertmeisterin von Malay Island. Malay. Und du? Otis! Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Gib's auf, Otis, der Knallkopf hat uns erkannt. Ich wusste es. Ihr seid zwei Drittel meiner alten Monkey Island Crew. Du meinst die Crew, die du auf Monkey Island zurückgelassen hast? Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, von Monkey Island wegzukommen? Nein, wie schwer ist denn die Flucht von Monkey Island? Nun wirklich ziemlich schwer. Ja, genau. Die Erfahrung war ein Albtraum für uns. Wir träumen noch heute davon. Oh, das tut mir leid. Gut so, aber von deinen Entschuldigungen wird der Narwal auch nicht satt, alter Angeber. Ihr habt gemeutert, ihr Vollspacken. Ihr seid ja wohl mal voll selber schuld. Meine Herren. Was treibt ihr Halsabschneider denn so? Wo soll ich anfangen? Ja, was hast du zum Beispiel die ganze Zeit gemacht, Carla? Du meinst, nachdem ich endlich von Monkey Island entkommen war, wo du gemeutert hast? Du wirst mir das wohl nie verzeihen, was? Nicht in diesem Leben. Na egal, ich habe mich in den letzten Jahren hier auf Malay Island wieder als Schwertmeister etabliert. Das klingt ziemlich einträglich. Oh, das war's. Bis dieser Australier hier auftauchte. Ein Australier? Ja, ein schmieriger Immobilienmakler. Er hat mich zu einer Runde Beleidigungsfechten herausgefordert. Um mich dazu gebracht, mein Haus zu setzen. Es ging alles so schnell. Und jetzt sehe ich durch die Straßen von Malay und schlage mich mit Beleidigungsfechtkämpfen durch. Wie traurig. Ich glaube, ich hatte ihr damals so einen Pseudo-Platt-Akzent gegeben, ne? Muss ich gleich vielleicht mal kurz was zu erzählen. Wie sieht's mit dir aus, Otis? Was hast du in den letzten Jahren so getrieben? Nun, nach meiner Flucht von Monkey Island bin ich nach Malay Island gesegelt. Schließlich wollte ich in meinen alten Beruf zurück. Taschendiebstahl? Ich würde es eher als proaktive Umverteilung von Wohlstand bezeichnen.
Unglücklicherweise bin ich dank der Demütigungen, die ich auf Monkey Island erleiden musste, derart zittrig, dass ich weder ein Schloss knacken noch einen Passanten bestehen kann, ohne wie ein aufgeblähtes Nilpferd herumzulärmen. Eine interessante Vorstellung. Und wovon lebst du? Von der Bettelei, Klugschwätzer. Du glaubst nicht, wie viele Menschen dafür bezahlen, die Geschichte von dem unschuldigen Piraten, der von einem idiotischen Kapitän betrogen wurden, zu hören. Die von den unschuldigen Piraten. Plural. Jawohl. Was ist eigentlich aus Captain Smirk, dem Fechtlehrer, geworden? Er hat sein Haus an einen ausländischen Investor verhökert. Allerdings nicht freiwillig. Der Investor hat ihn zu einer Runde Beleidigungsscrap herausgefordert und ihn geschlagen. Smirk war derart von den Socken, dass er ihm auf der Stelle sein Haus überschrieben und Malay mit dem nächsten Schoner verlassen hat. Die gleiche Geschichte ist auf Malay einen über ein Dutzend Mal passiert. Dieser schleimige Investor spaziert einfach in dein Haus oder in den Laden eines ehrbaren Piraten und fordert ihn zu einer Partie Beleidigungs-Irgendwas auf. Da demütigt er seinen Gegenspieler derart, dass dieser seiner feindlichen Übernahme zustimmt. Sieh dich um, überall hängen Verkaufsschilder. Wo ist das dritte Mitglied meiner alten Crew? Du meinst Meathook? Ja, gute Frage. Nachdem wir Monkey Island endlich verlassen hatten, sagte er dem Piratenleben Lebewohl und widmete sich seiner wahren Leidenschaft. Dem Saufen? Der Malerei. Aber der Kerl hat doch keine Hände. Das haben wir auch gesagt. Diese Geschichten sind zu deprimierend. Sprechen wir über was anderes. Wenn es sein muss. Wollt ihr nicht bei mir anheuern, um der alten Zeiten willen? Guybrush, seht ihr Otis genau an. Helfen! Helfen! Überlaufen! Helfen! Das ist mit ihm passiert, als wir das letzte Mal bei dir angeheuert haben. Also was im Namen von Blackbeards Schuppen sollte uns dazu bringen, dich auf ein neues idiotisches Abenteuer zu begleiten? Nun zum Beispiel ein niegelnagelneues Auto! Was? Tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Zum Beispiel, Schätze, Bootsladungen mit Schätzen. Wir warten immer noch auf den Schatz, den du uns das letzte Mal versprochen hast. Oh, ja, nun zum Beispiel, Schätze für Leute, die halt nicht meutern, ihr Vollhorste. Einige wunderbare Kleinode von Booty Island. Ja, ja, alles klar. Jedoch hier weiß, dass ein mysteriöser Investor aus dem Ausland ganz Booty Island aufgekauft hat. Nun, wie kann der eigentlich so mysteriös sein, wenn der bei jedem persönlich im Haus vorbeischneit und ihm in die Fresse haut? So mysteriös ist das eigentlich nicht. Das ist kein mysteriöses Vorgehen, das ist einfach nur dreist, ja? meine unsterbliche und bedingungslose Dankbarkeit, Baby! Wie war das? Willst du mich hochnehmen? Iki! Hey, ich bin verheiratet. Dann spar dir deine Wie wär's mit uns beiden Stimme. Das ist ja peinlich. Tut mir leid. Dann zum Beispiel, das habe ich eben übersprungen, weil das die Lösung ist, laue Regierungsjobs. Das klingt interessant. Carla, was machst du da? An welche Art von lauen Regierungsjobs hast du denn gedacht? Ja, Jobs mit einem dreimal so hohen Gehalt wie in der Privatwirtschaft. Niemand überprüft eure Arbeit. Und natürlich seid ihr unkündbar. Hör gar nicht hin, Carla. Er will uns nur wieder nach Malchianen locken. Wir wollen Verträge, versteht sich. Ja, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich treffe euch dann am Hafen. Nur wenn wir dich nicht kommen sehen. Das sind Carla und Otis von meiner ersten Crew. Ja, guck, haben wir die auch gefunden. Eigentlich wollten wir heute nur die Scamba angucken und laufen direkt bei Carla und Otis vorbei. Das hier ist das Rathaus. Das funktioniert, ich muss es mal eben zeigen, das funktioniert immer noch, was im ersten Spiel auch schon funktioniert hat. Betrete Tür. Guybrush, was suchst du hier? Die Toilette? Lass deine Scherze und kümmere dich um das Katapult. Zack, und da kommen wir nämlich aus einer anderen Tür wieder raus. Und hier kommen wir hier raus. Und hier kommen wir da raus. Also... Da gehen wir erstmal hier rein und dann kommen wir da raus. Und jetzt kommen wir, glaube ich, wieder aus dem... Ja, da sind wir wieder.
Weiter also zur Skamba. Wir haben schon genug Zeit für Plambot. Betrachte Tür zur Skamba. Ich betrachte sie wirklich mal. Die Skamba. Hier lungert das übelste Gesindel der Welt herum. Und knallt sich die Biene voll. Sagt er hier das gleiche? Die Skamba. Hier lungert das übelste Gesindel der... Ja, ja, okay. Nix wie rein. So, was haben wir hier? Wir haben Dartspieler. Wir haben eine Flasche. Nehme ich mit. Der Besitzer würde sich bestimmt nicht freuen, wenn ich das mit... Du bist ein Pirat! Darum machst du dir Gedanken jetzt echt mal. Und ich... Ja, in diesem Spiel klaust du alles. Du laufst überall rum, packst alles ein, was du findest. Und bei so einer Flasche machst du dir jetzt Gedanken, dass der Besitzer sich wundern könnte, wenn du... Schwert. Nehme ich mit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht der einzig wahre König bin. Okay. Aber ich bin der einzig wahre König. Aber ich kann nicht in diesem Spiel... Egal. Da ist der Barkeeper mit einem Gemälde dahinter. Das schaue ich mir nochmal an. Der menschliche Körper ist einfach anmutig. Meistens. Bäh. Was sagt er? Das ist der Barkeeper. Mhm. Ich rede gleich mit dem. Ich schaue mich erst einmal komplett um. Ein Ballon. Da steht Happy Birthday. Schale mit komischen Brezeln. Hm, Kudu-Brezeln. Was sind Kudu-Brezeln? Ich habe keine Ahnung, was Kudu-Brezeln sind. Ein Musterbeispiel eines fröhlichen seefahrenden Trunkenbolts. Unterhalten wir uns mal mit dem. Hi ho, alter Schwede. Brustix. Was gibt's Neues? Brustix. Noch irgendwelche brandheißen Neuigkeiten? Frisnipudel. Anscheinend nicht. Aber hättest du vielleicht Lust, du siehst vertrauenswürdig aus, mich als Mitglied meiner Crew auf eine gefährliche Abenteuerreise zu begleiten? Wir segeln nach Luca Island, dort treffe ich mich mit der Anwältin meiner Frau. Kira. Ja, du hast recht, das klingt ziemlich dämlich, wenn ich es laut sage. Was singst du da? Riffle-Snippel. Okay. Gut, wichtige Frage. Könnte ich deine Brezel haben? Kannst du mir wirklich keine Brezeln abtreten? Riffle-Snippel. Das ist ja, wahrscheinlich brauchen wir die Brezeln wirklich halt als Futter für den Typen da. Ich muss gerade wieder... Oh, ich habe jetzt gerade voll Bock auf Brezeln. Also so richtig frische. Weißt du? Nicht so kleine Knusperdinger, sondern... Ah, du siehst sehr beschäftigt aus. Ich gehe da mal. Sag deiner Leber einen schönen Gruß, alter Saufbeutel. Möchtest du das bitte? Das hab ich erkannt. Das war ein Schurke von Superman. Ich bin überhaupt kein Nerd. Naja. Oh, Brezel, ich weiß noch, als wir Band-Anekdote betrachtet, auch dieser Fisch hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Das war keine Band-Anekdote. Band-Anekdote ist, wir haben mal in München gespielt. Kann man noch nicht mal mit einer Rettungsweste retten. Na dann. Wir haben mal in München gespielt und haben dort übernachtet bei, Schorse. Ja, bei Dax vom Berg von Freudenspiel. In Rosenheim war das dann, das ist in der Nähe. Und da gab es zum Frühstück, haben die dann gemacht, so warme Brezeln mit Butter und Honig. Das war unfassbar lecker, das hatte ich vorher noch nie probiert so. Da ist ein verwegener Seemann im Übrigen. Jetzt habe ich da gerade voll wieder Hunger drauf. Scheiße. Muss gleich mal gucken, eventuell habe ich noch so Aufbackbrezeln. Naja. Verfließe, muss ich gleich die Aufnahme stoppen, weil ich Hunger habe. Hi ho, alter Seeräuber. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Wie heißen Sie? Käse. Ignatius Käse. Moment mal, Ihr Name ist wirklich Käse. Ei, ei. Käse. Ei, ei. Tut mir leid, aber Ihr Name ist einfach zu absurd. Wenn Sie das sagen, Mr. Threepwood. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass der Name Threepwood eine lange und noble Geschichte hat. So wie mein Name.
Ich würde zu gern mehr über die... Ich will eigentlich nichts über die lange und edle Geschichte der Käsefamilie erfahren. Das Problem bei solchen Adventures ist, man weiß halt nie, welche Information nachher relevant wird und welche nicht. Aber ich glaube, ich überspringe das erstmal. Ich will erstmal irgendwie weitermachen. Sie haben wirklich dicke Arme, Mr. Käse. Hätten Sie Lust, sich meiner mächtigen Piratencrew anzuschließen, Mr. Käse? Ich will eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich einen Mr. Käse in meiner... Ich will einen Mr. Käse in meiner Piratencrew haben. Kommen Sie ran hier. Hätten Sie Lust, sich anzuschließen? Wie sieht das aus? Und was beim Klamautermann wäre meine Aufgabe in dieser mächtigen Piratencrew? Horde blutrünstiger Piraten dabei helfen, ein kleines Fischerdorf zu plündern. Nein. Blutrünstige Halsabschneider nach versunkenen Schätzen. Ja, das ist alles so generisch. Darüber muss ich einen Moment nachdenken. Nein, sie werden natürlich, ehrlich, werden am längsten, Leute. Sie würden mit einer Horde von Kretins nach Lücke Island segeln, um sich dort mit den Anwälten meiner Frau zu treffen. Na, das hört sich nach einer angemessenen Aufgabe für einen mächtigen Navigator wie mich an. Wirklich? Ei, ei. Die Gewässer um Lücke Island sind sehr tückisch. Nur ein erfahrener Seemann kann sie durchfahren. Die Herausforderung würde mich wirklich reizen, aber... Aber was? Ich kann nicht. Warum nicht? Hat sie der Mut verlassen? Hat sich jemand auf diesem Stuhl festgekleistert? Ja, nun, dass Sie es erwähnen, ja. Aber das ist nicht der Grund, warum ich nicht mitkommen kann, Mr. Superschlau. Ja gut, warum dann? Weil ich meine Bar nicht so lange allein lassen kann. Man würde sie mir unter dem Hintern wegstehlen. Sie sind der Eigentümer der Scam-Bar? Ei, ei, das bin ich. Wieso befürchten Sie, dass die Scam-Bar gestohlen wird? Die ist ein bisschen groß und schwer eigentlich. Sehr witzig. Ich dachte immer, die Scam-Bar gehört einem Kerl namens Ron. Ron Gilbert natürlich. Ei, ei, das war der Vorbesitzer. Ich habe ihm den Laden in einem 12-stündigen Beleidigungswettfischen abgenommen. Das klingt ja rasend interessant. Glauben Sie, was Sie wollen. Auf alle Fälle. Ich muss eine feindliche Übernahme meines Ladens durch einen australischen Immobilienhai abwehren. Bitte? Sind Sie taub? Ein schmieriger Australier möchte sich meine Bar unter den Nagel reißen. Mit Pistolenschwertern und Kanonen? Schlimmer, mit Beleidigungen, Sticheleien und Spott. Ich musste mein ganzes Können im Beleidigungsarmdrücken ausspielen, um den Kerl auszubremsen. Mann, wenn nicht gerade meine Frau für tot erklärt worden wäre, würde ich sagen, das ist die abgefahrenste Geschichte, die ich in dieser Woche gehört habe. Beleidigungsarmdrücken. Die haben jetzt eigentlich echt alles mit Beleidigungs gemacht, ne? Das ist... Finde ich ein bisschen komisch. Das war so ein lustiges Element am Rande und jetzt packen die das komplett so in den Hauptlore rein. Das finde ich storytelling-mäßig eine fragwürdige Entscheidung, sag ich mal. Aber naja. Nein, ich will nicht so die Familie erfahren. Ich will sie eigentlich nur dazu bewegen, dass sie auf meinem Schiff als Navigator anheuern und mich nach Lücke Island bringen. Ich lasse mich gerne überreden. Was haben Sie denn zu bieten? Ich hatte irgendwie gehofft, dass Sie klein beigehen würden, wenn ich lang genug an Ihnen herumnörgle. Nörgel? Kindchen, ich war 30 Jahre lang verheiratet. Und? Und wenn es etwas gibt, wogegen ich immun bin, dann sind es unablässige, keifende Nörgeleien. Frauen. Ja, ja. Oh Mann. Waren die Witze damals noch lustig? Haben die einfach heute so einen Bart, dass sie nicht mehr wirklich... Naja. Okay, Beleidigungsarm drücken? Ei, ei. Als sie weg waren, setzte sich das Beleidigungsfechten-Paradigma auch bei anderen Freizeitaktivitäten der Piraten durch. Paradigma? Tja, heutzutage können sie nicht mal eine Partie Schach spielen, ohne ein knackiges Bonmot vom Stapel zu lassen. Ich glaube, ich habe mal in einer Essensschlacht so einen Bonmot geworfen. Meine besondere Spezialität ist das Beleidigungsarmdrücken. Damit konnte ich bisher jeden Versuch einer feindlichen Übernahme abwehren. Okay, ich glaube, jetzt kann ich ihn tatsächlich, jetzt kann ich ihn eventuell, im Beleidigungsarmdrücken nämlich selber herausfordern.
Wenn ich Sie im Beleidigungsarmdrücken schlage, heulen Sie dann als Navigator an. Interessanter Plan, Threepwood. Befinden Sie? Natürlich. Wie wär's damit? Wenn Sie mich schlagen, bin ich Ihr neuer Navigator. Ja, großartig. Aber nur, wenn Sie mir einige neue Beleidigungen verraten. Ja, einverstanden. Und dann zeigen Sie, was Sie können. Dann wo kam der Stuhl her? Naja. Okay. Ganz so weit hat ihn noch nicht gespielt. Also ich hatte gesehen, dass ich ihn herausfordern konnte, als ich es eben einmal ausprobiert habe. Aber ich hab's dann noch nicht gemacht, weil ich dachte, das wird fürs Spiel dann interessanter. Aber ich hätte erwartet, dass ich wieder irgendwie die Beleidigungen sammeln muss. Aber anscheinend habe ich schon ein ziemliches Repertoire. Naja, fangen wir mal oben an. Memmen wie dich vernasche ich zum Frühstück. Ich bin der Gummi, der Kleister bist. Was? Du kannst voll nix? Ich habe Muskeln an Stellen, von denen du nichts ahnst. Oh, wie passend, du kennst eine Kuh. Er kann echt nix. Wie konnte der diesen Australier abwehren? Gib auf, oder ich zerquetsch dich wie eine lästige Mücke. Wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du eine Oh Mann. Ich werde deine Knochen zu Brei zermalmen. Okay, also muss ich das jetzt reimen oder nicht? Brei zermalmen. Und Babys wohl auch. Na, der Witz ist gelungen. Das klingt wie ein Reim. Das ist ein lachend schwächlicher Wicht. Ach Gott. Ich werde mich wehren, bis die Griffel dir qualmen. Oh Gott, die sind noch schlechter als im ersten Teil. Meine Großmutter hat mehr Kraft als du, Wicht. Ach ja? Geh mal weg. Nach diesem Spiel trägst du den Arm in Gips. Oh, wie passend, du kennst ja eine Kuh. Bam! Jawohl, gewonnen, Biatch. Ah, du hast es geschafft. Fair und ehrlich. Gratuliere, du hast einen Navigator. Das ist jetzt doch mal eine Frage übrigens. Wenn du weg bist, wie soll dich denn dieser Australier dann herausfordern? Weil du kannst ja wohl kaum... Der kann ja wohl kaum deinen Barkeeper, den du angestellt hast da drüben, den kann er ja wohl kaum herausfordern. Und dann um deine Bar spielen. Das ist... Das geht ja nicht. Der hat ja gar nicht die Vollmachten dazu. Es sei denn, du gibst sie ihm, dann solltest du sie ihm einfach nicht geben. Naja, reden wir mal mit dem Chef hier. Ich grüße den Meister des Grogs. Was kann ich für Sie tun, Mr. Marley? Threepwood. Ah ja, Entschuldigung, Mr. Threepwood. Hier ist es stiller als in einer Gruft. Was ist da los? Ist das keine schreiende Ungerechtigkeit? Das geht nun schon so, seit dieser Australier in der Stadt ist. Ein Australier? Habe ich noch gar nichts von gehört. Erzähl mal. Als grüner australischer Immobilienhai, der mit drastischen Methoden ganz Malay Island aufkauft. Die Hälfte meiner Stammkunden hat dieser nichtsnutzige Schuft schon von der Insel vertrieben. Wow. Wissen Sie noch mehr über diesen Australier? Ich habe noch quasi noch gar nichts von ihm gehört. Wissen Sie da noch was drüber? Nicht wirklich. Ich würde ihm aber gern mal meine Meinung sagen. Hätten Sie Lust, mich und meine Crew... Ich habe doch jetzt schon drei Leute, oder nicht? Ich frage trotzdem mal. Hätten Sie Lust, mich und meine Crew furchtloser Piraten auf eine gefährliche Reise zu begleiten? Oh, klingt nach jeder Menge Spaß. Toll. Aber ich muss zuerst mit meinem Boss sprechen. Hey, Boss. Was? Kann ich ein paar Tage Urlaub haben? Ich würde mit Mr. Threepwood gerne auf eine gefährliche Reise begleiten. Hast du deinen Grog von dem Verstand verloren? Nein! Ich fürchte, ich kann nicht, verdammt. haben Sie was zu knabbern? Wie wär's mit Brezel? Ja, geil, gib her. Klingt harmlos genug. Jo, die berühmten Kudu-Brezeln der Skamba. Gibt's nichts anderes? Was sind Kudu-Brezeln? Kapier ich nicht. Nicht wirklich. Ja, okay, dann nehme ich welche. Tut mir leid, das geht nicht. Warum schlägst du es mir vor? Geht nicht. Warum haben Sie... Der Betrunken an dem Tisch dort. Er hat den letzten Korb.
Ich nehme sie auch ohne Koop. Tut mir leid, Scamba Firmenpolitik. Okay, ein Grogbarmann. Lieben gern, aber nur gegen einen Ausweis. Du hast eben festgestellt, dass ich verheiratet bin. Wie soll ich denn bitte verheiratet sein, ohne... Egal. Seit wann braucht man in Grogbars einen Ausweis? Das ist echt... Seit wann braucht man in Grogbars einen Ausweis? Legitime Frage. Weil skrupellose australische Geschäftemacher versuchen, uns die Grog-Lizenz zu entziehen. Ach ja. Dieser Australier. Kurios. War Australien so im goldenen Zeitalter der Piraterie überhaupt schon besiedelt? Ich weiß es gar nicht. Waren die da das erste Mal... Da waren doch nur die Aborigines am Start, oder? Ging das nicht erst im 19. Jahrhundert richtig los? Oder Ende des 18. Jahrhunderts, Wende? Egal, ich stecke in Schwierigkeiten. Reden wir erstmal darüber. Die Tavernen? Die Regierung versucht, mein Haus zu zerstören. Danke, Obama. Ja, das ist eine Schande, Mr. Threepwood. Ja, wenn jemand mein Haus abreißt, dann bin ich das. Ich habe noch keine Crew, um nach Luca Island zu sehen. Habe ich ja doch. Ich habe den Navigator, ich habe meine beiden... Mit etwas Glück lungern vor der Bar einige Piraten herum, die liebend gern bei ihnen anheuern würden. Ja, habe ich ja schon. Also ich muss denen noch Verträge besorgen irgendwie, aber... Ich brauche ein Schiff, das mich nach Luca Island bringt. Dann würde ich mich an die kommunale Hafenmeisterei von Malay Island wenden. Arbeitet Stan immer noch dort? Oh nein, nein, heute schmeißt die Hafenmeisterin den Laden. Hafenmeisterin? Ei, sie nimmt den Job sehr genau, obwohl, hat auch ihre guten Seiten. Wenn ihre zarte Seite so aussieht wie das Bild hinter dir, möchte ich sie gar nicht sehen. Alles klar. Hafenmeisterei. Ja gut. Ja, ich hasse es auch, wenn ich mich so jammern höre, dann höre ich lieber wieder auf damit. Ich auch, komm. Ja, tüdelü. Hau rein. Lassen Sie sich nicht aufhalten. So, die Dartspieler haben wir noch nicht. Wir halten uns ganz schön lange. Hier aus dem Weg! Entschuldigung. Ich fahre doch wohl nicht im Weg. Unterhalten wir uns mal mit denen, dafür gehen wir auch aus dem Weg. Ahoi, Kameraden! Verpiss dich, Dockenrasierer! Ja, siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Ihr spielt in einer Kneipe und steht Darts. Das nennt ihr beschäftigt? Hört zu, Schlaumeier. Es geht hier um die nationale Dartmeisterschaft von Millie Island. Millie. Ja, wenn du nicht gut genug bist, um mitzumachen. Was du zweifellos nicht bist. Solltest du ganz schnell verschwinden, alte Nervensäge. Ich bin ein echter Dart-Freak. Echt? Damals in der Grundschule nannten mich alle den Dartmeister. Es klang auf jeden Fall so ähnlich. Also kann ich jetzt mitspielen? Nein. Dartmeister klang auf jeden Fall so ähnlich. Funktioniert wieder nur im Englischen. Warum sind um die Dartscheibe herum so viele Löcher in der Wand? Die sind von anderen Spielern. Genau, wir werfen nie daneben. Ja, raus hier. Nein, wirklich, sag eine Zahl, er trifft sie. Trifft das Auge des Schädels über der Tür. Das ist so winzig klein. Oh, du hältst dich wohl für besonders schlau, was? Flunk. Schön. Gut getroffen. Hättet ihr nicht Lust, auf meiner Schaluppe anzuheuern? Lieben gern, aber wenn ich die Meisterschaft von Melanie gewonnen habe, muss ich mir zuerst noch den Titel der Drei-Insel-Darts-Trophy holen. Dann kannst du ja getrost anheuern, weil nämlich ich die Melee-Meisterschaft gewinnen werde. Das glaubst du, Kumpel. Ich weiß es, spazieren. Okay. Gute Frage, warum spielt ihr nicht Beleidigungsdart? Hier wird doch ja anscheinend alles Beleidigung. In offiziellen Regelwerk der Drei-Insel-Dart-Amateurliga steht eindeutig, dass alle Wettkämpfe durch geschicktes Werfen entschieden werden müssen. Alle anderen Methoden wie Bestechung, Beleidigung, Drohung und so weiter führen zur Disqualifikation. Wer gewinnt denn? Im Moment steht es unentschieden. Okay, warte mal. Wenn das ja nicht nochmal mit dem ersten Wurf trifft.
Eines Haar, ich treffe sie. Der Mast am rechten Bildschirmrand. Versuchen wir das mal. Ich habe gesehen, wir können den Ballon von dem Typen da drüben auszuschießen. Aber ich glaube, das könnten wir tatsächlich machen müssen. Aber vorher will ich noch versuchen, was hier sonst noch so geht. Wetten, dass er nicht nochmal mit dem ersten Wurf trifft? Und was wetten wir eigentlich die ganze Zeit? Bullseye 3x8, Ballon da drüben. Jede Wette, dass du den Kerl da vorne nicht triffst. Ja, das ist leicht. Das finde ich gut, beeindruckend. Bleibt das jetzt da? Lustig gemacht. Rettungsring an der Küchentür. Nie und immer triffst du einen Rettungsring an der Küchentür. Hier passiert gar nichts. Wie hier passiert gar nichts. Sehr cool. Du bist echt gut. Aber wetten, dass du nicht nochmal mit dem ersten Wurf triffst. Gut, jetzt mache ich auch weiter. Sag mir, ich treffe ihn. Ja, ja. Ausgeschossen Fisch da drüben. Ja, okay. Also ich glaube, die haben ihr Witzpulver, haben sie schon mit dem mit der Kamera verschossen. Ballon. Da drüben. Mach. Sieh zu, wie der Meister arbeitet. Und stepp dabei. Wow, ziemlich gut. Jetzt ist er halt tot. Aber naja. Ja, ich mach mich da mal, ne? Nein, ja eben nicht. Ich gehe ja jetzt.